Hallo, Om Shanti. Wie schön, dass wir wieder zusammen sind. Nach so vielen Wochen wieder bei einem Mittwochstalk dabei sein zu dürfen, ist wirklich sehr schön. Ich war in England für einige Wochen zur Klimakonferenz und dann auch noch etwas länger dort. Das Thema Zeit für eine Kultur der Transformation ist inspiriert aus dieser Zeit auch und hat verschiedene Aspekte, die in den Begriffen von dem Titel durchkommen. Ich würde gerne einfach die verschiedenen Begriffe erstmal erklären, warum ich sie gewählt habe. Also Zeit für eine transformative Kultur. Warum besteht überhaupt Bedarf für Transformation? Darauf würde ich jetzt nur kurz eingehen mögen, weil ich glaube, dass alle hier im Raum sich bewusst sind, dass wir eine Transformation brauchen. Natürlich ist der Kontext Klimakonferenz schon eine Richtung. Wir haben sehr viele Naturumwälzungen in dem letzten Jahr erlebt. Ob das die Brände waren auf verschiedenen Ecken der Welt, die Überschwemmungen, die wir auch in Deutschland hatten, oder extreme Dürre. Und das hat zu tun mit der Art und Weise, wie wir leben und unsere Gesellschaft organisieren. Die Art und Weise, wie wir konsumieren, wie wir die Ressourcen der Natur verbrauchen, hat unseren wertvollen Planeten aus der Balance gebracht. Wir haben unserer Umwelt Schaden zugefügt, ohne uns dessen vielleicht so richtig bewusst gewesen zu sein. Und jetzt sehen wir einfach, dass es ganz, ganz dringend eine Veränderung braucht. Es ist sozusagen unübersehbar. Aber obwohl wir das wissen und wir haben auch wissenschaftliche Erkenntnisse seit vielen, vielen Jahren, hat bisher keine wirkliche Bemühung richtig durchgegriffen. Wir haben keine Erfolge auf solchen großen politischen Konferenzen wie zum Beispiel den UN-Konferenzen diesbezüglich zu verzeichnen, obwohl eine Menge Experten da sind und wir auch die politischen Rahmenbedingungen und so weiter haben. Hat sich nicht wirklich was geändert. Der CO2-Anstieg, die Erderwärmung geht rasant voran. Und das hat unter anderem damit zu tun, dass wir Transformation bisher, auch wenn das ein Buzzword ist, wie Martin am Anfang gesagt hat, überall hört man das Wort Transformation heute, wird Transformation oft doch immer noch sehr oberflächlich verstanden. Und deswegen greift sie meiner Meinung nach nicht. Und es sind mittlerweile viele, die sich dessen bewusst werden und sich öffnen für eine ganzheitlichere Perspektive. Und dafür steht hier heute der Begriff der Kultur. Der Begriff der Kultur weist auf die Notwendigkeit hin, den Wandel ganzheitlich zu betrachten. Das heißt, unsere gesamte Art und Weise, wie wir sind, unser Sein, unser Miteinander, wie wir denken, wie wir uns verhalten, ist Teil davon und noch tiefer gehend auch unser Bewusstsein. Und dazu gibt es ein schönes Bild, den Eisberg, der das immer gut veranschaulichen kann. Hier der Teil über der Wasseroberfläche ist sehr klein und bisher sind unsere Bemühungen für Veränderungen auf dieser Ebene. Man kann das auch auf Persönlichkeitsveränderungen beziehen, indem wir sagen, wir üben ein neues Verhalten ein. Ja? Wir machen Kurs, wie wir zum Beispiel rhetorisch Vorträge halten können oder so. Und dann üben wir, oder Selbstbewusstsein, wir üben vielleicht eine physische andere Haltung und so weiter. Aber so richtig tief, was unter der Wasseroberfläche ist, das wird in den meisten Konzepten nicht betrachtet und auch nicht bei Umweltthemen.
Wir haben Energiesysteme, wir haben nachhaltige Transportsysteme erschaffen und so weiter. Aber unter der Wasseroberfläche hier hat sich nicht so viel geändert. Und da sind eben erstmal Werte und Glaubenssätze, Weltanschauung, Einstellung und dann Mindsets bzw. Bewusstsein. Und das sind Spezialgebiete, die nicht in den politischen oder wissenschaftlichen Sphären liegen, sondern eben in so spirituellen Organisationen wie die Brahma Kumaris vermitteln. Die haben die Expertise wie Bewusstsein, wie wir Bewusstsein verändern. Und hier sehe ich jetzt eine ganz wichtige Art, eine wichtige Chance auch für Kooperation. Und vielleicht ist das Wort Koalition auch ganz richtungsweisend, gerade hier in unserer deutschen neuen Regierungsbildung. Scheint Koalition mit den unterschiedlichen, sag ich mal, Besonderheiten und Wissensbeständen erstmalig auch als etwas, was sich bereichert, verstanden zu werden, ja? Wo man die Stärken voneinander nutzt, anstatt mehr auf die Unterschiede in Richtung Abgrenzung und Abweisung zu schauen. Das heißt, wir als spirituell arbeitende Menschen und die eine Menge Erfahrung haben mit innerer Transformation, haben hier jetzt wirklich was anzubieten und einzubringen. Also die Schaffung einer Kultur des Wandels beginnt mit der Veränderung unseres Bewusstseins, mit der Art und Weise, wie wir die Welt sehen, wie wir sie wahrnehmen, wie wir mit ihr umgehen und uns in ihr bewegen. Und natürlich auch in der Art und Weise, wie wir miteinander sind und arbeiten. Auch der Begriff Arbeitskultur ist zum Beispiel etwas, was so viele Ebenen hat und wo wir vielleicht alle einen Bezug zu haben. Ja? Das eine ist die Art und Weise, wie wir etwas tun, wie wir unsere Arbeit erledigen, aber auch, wie wir sie mit anderen zusammen erledigen. Wo hört meine Verantwortung auf? Wo beginnt sie? Ja, so, das war ein kleiner Kontext für den heutigen Abend. Und hier nochmal zurück zu der Regierungsbildung in Deutschland, was ich da auch bezeichnend finde. Wir haben heute, wurde der Koalitionsvertrag vorgestellt. Und seit Beginn der Wahlen können wir immer wieder hören, dass vor allen Dingen davon gesprochen wird, wie die drei Parteien miteinander arbeiten. Das heißt, dass es wird immer genannt, es wird sehr viel Vertrauen ineinander und Diskretion gewahrt, ja, dass man eine echte Beziehung miteinander aufbaut, miteinander einander zuhört und nicht einfach nur bei den Standpunkten stehen bleibt, sondern wirklich sich bemüht, einander zu verstehen und eine neue Lösung, die jenseits der verschiedenen drei Parteien angeboten wird, findet. Und das ist übrigens auch was, was ich auf der Klimakonferenz gemacht habe. Von der Arbeit mit dem Institut für nachhaltige Forschung haben wir dort einen Raum angeboten, wo wir die verschiedenen Delegierten der verschiedenen entweder Länder oder auch NGOs, der Nichtregierungsorganisationen, eingeladen haben in Reflexion und Dialogräume. Und unser ganzes Anliegen war, dort einen sicheren Raum zu schaffen, sodass Begegnungen zwischen den unterschiedlichen Menschen, ja, von der ganzen Welt, unterschiedliche Kulturen und so weiter, Sichtweisen, dass die Begegnung möglichst auf der reinen inneren oder menschlichen Ebene stattfinden. Und dazu braucht es sozusagen eine Loslösung von der äußeren Identität, eben Vertreter einer bestimmten Agenda oder eines bestimmten Landes und so weiter zu sein. Und dann ist es möglich, dass eine Öffnung passiert, wo wir bereit sind, eine tiefere Veränderung oder auch eine andere Sichtweise anzunehmen oder uns dafür zu öffnen. Und auch die Verbindung von Verstand und Herz spielt da eine große Rolle.
Und all das, finde ich, ist in dem Begriff Kultur mit beinhaltet. Es geht darum, wie wir miteinander sind und Dinge lösen. Und es geht ganz viel auch um das Sein. Und in der Forschung, die mit dieser Arbeit zu tun hat, da kam auch in der ersten Runde vor 2 Jahren in Madrid heraus, dass die Kultur des Miteinanders auf dieser Klimakonferenz nicht, dass die Zusammenarbeit fördert, sondern eher Misstrauen und Trennung, Abspaltung voneinander schafft. Wir haben ganz bewusst damit experimentiert, diese Kultur zu verändern, in unserem kleinen Raum natürlich nur. Inwieweit das auf die ganze Konferenz dann Auswirkungen hat, das muss man mal schauen. Das ist schwer zu messen, aber zumindest in unserem Raum eine andere Begegnungs- und Arbeitskultur zu initiieren. Wenn wir eine neue Kultur, und zwar eine Kultur der Transformation, eine transformative Kultur erschaffen möchten, dann braucht es eben eine neue Sichtweise und vor allen Dingen eine, die größer ist als meine kleine Sichtweise, die ich habe, die ich so im Alltag vielleicht habe oder mit meinen ganz konkreten Interessen zu tun hat. Denn wenn ich in meiner begrenzten, sage ich mal, Sichtweise bleibe, dann ist es so, als wenn ich nur auf der Wasseroberfläche diesen kleinen Teil des Eisbergs bearbeite und dort Veränderungen hervorbringe. Nur wenn ich einen Schritt zurücktrete und ein, wie wir sagen würden, unbegrenzteres Bewusstsein gehe, kann ich das größere Ganze erfassen und entsprechend dann auch mehr verstehen oder anders verstehen, tiefer verstehen. Aber was ermöglicht es mir, ein solches ganzheitlicheres oder unbegrenzteres Bewusstsein einzunehmen? Ein Punkt ist eben, von äußeren Einflüssen mich immer wieder loszulösen. Wir alle leben in dieser Welt und sind ständig durch Medien, durch andere Menschen, durch Umstände beeinflusst. Und manchmal kommen Impulse, die triggern bei uns Verhaltensmustern oder Gedankenmuster, Reaktionsmuster, die uns so richtig wieder in eine alte, begrenzte Haltung ziehen. Und wir fangen vielleicht sogar an zu kämpfen gegen etwas. Ja. Die ganze Corona-Zeit ist eine wunderbare Praxis, um da sich selbst sozusagen zu trainieren, nicht immer wieder doch in alte Muster reingezogen zu werden. Da werden Ängste ausgelöst, da wird vielleicht Empörung oder Wut ausgelöst, dass bestimmte Freiheitsrechte entzogen werden. Und ja, ich will nicht leugnen, dass das nicht herausfordernd ist, aber es ist gut. Ich betrachte es als Training mit allem umgehen zu können und nicht loszulassen von meiner spirituellen Sichtweise. Und natürlich gelingt es auch mir nicht immer, aber darum geht es ja auch nicht. Es geht ja darum, zu wachsen, zu lernen und sozusagen Try and Error immer weiterzumachen. Wichtig ist, dass wir es wahrnehmen, wenn wir in Emotionen, in Ängste, in Wut, in Kampf wiedergezogen werden in unserem Denken. Und dann sozusagen diese Entwicklung umzudrehen. Wir haben die Methoden und ein paar von diesen Methoden würde ich gerne auch heute teilen. Nochmal zu der Frage, was erlaubt es eigentlich, irgendeiner Information oder einem Umstand, mich in eine Begrenzung zu ziehen? Und in der Regel ist es irgendeine Art von Mangel, ob berechtigt oder unberechtigt, der da angesprochen wird. Zum Beispiel das Bedürfnis nach Sicherheit. Wenn ich mich plötzlich durch eine Information verunsichert fühle und Angst bekomme, dann ist es eigentlich ein Hinweis, dass ich meine eigene innere Sicherheit in mir selbst wieder stärken muss, mehr stärken muss, damit ich unbeeinflusst bleibe von allem, was um mich herum passiert, damit ich meine eigene Kraft spüre. Was anderes ist, dass wir einfach Dinge brauchen oder die Haltung haben, ich will das und das haben.
Und in dem Moment, wo ich etwas will, ob das Anerkennung ist, ob das ja, die Aufmerksamkeit von etwas ist, Gegenstände, Besitz und so weiter, komm ich wieder mit meiner Wahrnehmung, mit meiner Sicht in eine Begrenzung. Und das führt zu bestimmten Verhaltensmustern, Reaktionsmustern, ohne dass ich das vielleicht so bewusst mitkriege. Okay, was kann ich tun, um nicht immer wieder in sowas reingezogen zu werden? Und was kann ich tun, um ein möglichst unbegrenztes Bewusstsein aufrechtzuerhalten? Weil genau da liegt die Chance für innere, tiefere Transformation. Auf der persönlichen Ebene geht es immer wieder darum, mit allem umgehen zu können. Und dafür braucht es sozusagen Wissen und innere Kräfte. Und alles, was passiert, wie schon gesagt, ist ein Training, wirklich diese Dinge anzuwenden. Eine erste Praxis, die ich gerne hier kurz erklären möchte, ist mich in mir selbst zu versenken, mich zu tief zu verbinden mit meiner inneren Wahrheit. Und da entspanne ich einfach erstmal meinen Körper. Wir können das gerne zusammen mal machen. Und ich löse mich mit meinem Bewusstsein von all dem Trubel, all den Informationen, all den Dingen, die mich ziehen in der äußeren Welt. Ich lasse los. Und gleite ganz sanft nach innen. Ich spüre hin zu dem in mir, was sich gut anfühlt, was sich wahrhaftig anfühlt. Tief in mir ist ein ewiges, wahres Schatzpotenzial. Meine wahre Persönlichkeit. Ich spüre mich selbst und erkenne mich selbst neu. Ich erkenne, dass ich nicht die Person bin, die durch meine Rolle beschrieben wird, durch meine Aufgaben. Ich bin ein souveränes, kraftvolles Wesen. Ich spüre meine eigene Souveränität, meine Kraft. Aus dieser Haltung heraus schaue ich auf mein Leben und schaue ich auf die Welt. Manchmal erscheint das um mich herum, die Entwicklung, das Chaos, wie eine Art Zirkus. Eine seltsame Aufführung. Ich halte meinen inneren Raum mit der Intention, Kraft aufzubauen und in die Atmosphäre zu geben. Ich halte meinen inneren Raum mit der Intention,
über meine eigenen Begrenzungen hinaus zu agieren. Dieser Raum, den ich in mir erschaffe, ist Teil meiner inneren Haltung, ist meine Basis, mit der ich in die Welt gehe. Je stärker diese Basis wird, indem ich sie immer wieder nähere, mich hier ausrichte, auf dieser Basis kann ich wirken und transformieren, mich selbst und mein Umfeld. Ja, und von dieser Haltung heraus, von dieser Basis, kann ich Dinge schon ganz anders sehen. Und ich sehe mehr als zuvor. Wenn ich zum Beispiel meine eigenen Interaktionen anschaue, meine Beziehung, mein Handeln, ich kann wahrnehmen, was die Haltung dahinter ist. Und es ist gut, die bewusst zu haben. Ich kann sie bewusst erschaffen. Oder wenn ich unbewusst bin, kann ich dann trotzdem irgendwann innehalten und schauen, okay, was ist es, was ich in dieser Handlung bewirkt habe oder mein Anliegen war? So die Reflexion. Und in dem Moment, wo ich reflektiere, in dem Moment, wo ich innehalte, kann ich transformieren. Es kann also zu meinem Lebensstil werden. Entspannt, ohne Druck sozusagen, ohne dass es eine Bürde wird, sondern mehr als Spiel, als eine Freude daran, überhaupt transformieren zu können, überhaupt mich immer wieder lösen zu können und nochmal neu anzusetzen. Ja, diese Chance zu haben, diese Möglichkeit zu haben, ist was absolut Beglückendes und Spielerisches. Also das ist zum Beispiel auch eine Art und Weise, wie ich meinen Austausch mit der Welt, mein Leben betrachten kann. Meinen inneren Reichtum zu spüren, gibt mir die Möglichkeit, von die Richtung umzudrehen, vom Nehmen zum Geben. Das ist wahrscheinlich mit einer der grundlegendsten Veränderungen, die es gilt, hervorzurufen. Im Moment wollen alle was haben. Und es ist verständlich, weil es herrscht ganz viel Verunsicherung, Desorientierung. Es gibt sozusagen ein großes Maß an innerer Leere auch in den Menschen. Ja, und auch in mir selbst immer wieder, wenn ich nicht aktiv in meinen inneren Reichtum gehe und mich im Handeln verliere, im Tun verliere, dann fühle ich mich irgendwann leer. Und spätestens dann, wenn es ungemütlich wird, weiß ich, okay, jetzt gilt es wieder zurückzugehen, mich zu verbinden, mich anzuschließen an den Reichtum, der in mir dem geistigen, lebendigen Wesen liegt, dem Frieden, der Kraft, der Liebe, der Freude, der Harmonie. Und je öfter wir das tun, desto schneller geht es, desto schneller können wir den Schalter umlegen. Und das Schöne ist, wenn ich diese Haltung kultiviere und dann auch handle, also es geht nicht darum, mich loszulösen und sozusagen für ewig losgelöst zu bleiben von der Welt, nein, in die Welt hineinzugehen. Und dazu kann ich gleich auch ein Beispiel nennen. Also in die Welt hineinzugehen,
dann trage ich sozusagen diese Energie in die Welt, in meine Beziehung, in mein Tun. Nachdem ich von der Klimakonferenz in Glasgow zurückgekommen bin, war ich noch eine Weile in London, in verschiedenen Städten. Und am letzten Tag, bevor ich zurück nach Deutschland gereist bin, bin ich noch in einen Nachtclub gegangen, zusammen mit 2, 3 Freunden, die dort immer mal wieder in größeren Abständen etwas anbieten, um junge Menschen anzusprechen. Und ich war unheimlich neugierig, mir das mal anzuschauen, was sie da machen. Es ist schon viele, viele Jahre her, seitdem ich in einem Nachtclub war, muss ich sagen. Aber es hat mich da immer noch recht wohl gefühlt, zum gewissen Ausmaß. Es waren sehr viele alternative Menschen dort. Und das war sozusagen, wie nennt das, Sober Party, eine Party ohne Alkohol, ohne Drogen, nicht mal Kaffee hat man bekommen, also nur Säfte und Kakao. Und dann gab es eben laute Disco-Musik, Tanz und so weiter. Und an einigen Bereichen von dieser Halle gab es dann Leute, die was verkauft haben, selbstgemachten Schmuck, so Kleinkunst und so weiter, oder Massagen angeboten oder irgendwelche Heilungsangebote. Und wir haben dort Vertoskop gemacht und verschiedene andere Wertespiele, die sozusagen den Leuten geholfen haben oder helfen sollten und auch positiv angenommen wurden, ein paar Fragen in ihrem Leben neu zu betrachten. Und das war eine sehr positive Erfahrung. Und warum ich das Beispiel jetzt nenne, weil dieses ganze Umfeld war in vieler Hinsicht ein Umfeld, das ich transformationsbedürftig beschreiben würde, weil es eben sehr auch auf der äußeren Ebene und der äußeren, Befriedigung von Bedürfnissen ausgerichtet war. Aber genau das finde ich so reizvoll, in diese Bereiche zu gehen und nicht Teil dieser Kultur zu werden, wo ich auch in das bloße, sag mal, blinde Konsumieren komme, sondern dort eine andere Energie reinzubringen. Mit den Menschen zu sein, mit den Menschen in Kontakt zu kommen und diese andere Energie, diese andere Kultur zu praktizieren. Und es ist unheimlich schön zu sehen, in diesem Beispiel, aber auch auf der Klimakonferenz, auch einer Kultur, die es zu transformieren gilt, wie gerne und dankbar sich Menschen auf eine andere Kultur des Miteinanders einlassen. Es ist ein Stück weit so, dass wir positiv uns einander anstecken können und mit einer Haltung, es hat auch was mit Reinheit zu tun, mit Freiheit, mit Achtung geben und Achtung in sich selbst erfahren, sich sozusagen auf einer Ebene anzusprechen und zu berühren, wo man nichts voneinander will, aber einander wertschätzt. Und das gibt es nur noch sehr selten. Und deswegen ist es so schön, das wieder zu erschaffen und beizutragen. Sich auf einer tiefen Ebene zu berühren, in der Begegnung, in dem Austausch mit Menschen, aber nichts zu wollen. Und das können wir natürlich nur dann stark sein, wenn wir wirklich immer wieder selbst auch in der Fülle sind und uns selbst mit Kraft gut versorgen. Ja, und von daher ist diese Kultur von nach innen gehen und nach außen gehen, etwas teilen und wieder nach innen gehen, eine Lebenshaltung. Nicht zuletzt gibt es noch ein Punkt, weil auch wir kommen natürlich trotz unserer vielen Schätze, die wir in uns haben, an die Grenze, können überwältigt werden bei all dem, was so komplex ist in dieser Welt und verwandelt werden muss. Und wir brauchen tatsächlich doch noch ein bisschen Unterstützung. Und zwar die Kraftquelle, die jenseits der materiellen Welt ist. Ich glaube, wir hatten letzte Woche dazu auch einen schönen Vortrag
zur höchsten Kraftquelle, zu Gott. Und die Kultur der Transformation, die Energie, die diese Kultur trägt, hat speziell eine Qualität, und das ist die Reinheit. Und diese Reinheit, die man auch als unbeeinflusst beschreiben kann, als ursprünglich, als pur, als wahrhaftig, als schön und völlig ungetrübt. In der Urform hat die nur noch ein Wesen, und das ist das, was wir die höchste Kraftquelle, die höchste Seele nennen oder Gott. Aber sie ist trotzdem als Potenzial in uns. Aber um wieder richtig in dieser Energie voll und ganz leben zu können, braucht es halt eben die Verbindung zu dieser Kraftquelle. Und von daher ist die Kultur der Transformation nur dann wirklich vollendet oder vollkommen, wenn wir dann diesen letzten Schritt noch machen, uns anzubinden, anzuschließen an diese Kraft und uns konstant zu versorgen mit der Energie, mit dem Licht der Reinheit. Das war erstmal das, was ich zu dem Thema teilen wollte. Und dann würde ich gerne noch eine Meditation anschließen, eine kurze. Ich entspanne meinen Körper und auch meinen Geist. Ich mache mir bewusst, dass ich verbunden bin mit allem, was in der Welt passiert, mit allen Menschen, mit einem größeren Ganzen. Ich bin Teil eines komplexen Systems. Und trotzdem kann ich mich lösen und mich in mir versenken, indem ich meine Aufmerksamkeit nach innen richte und meinen inneren Frieden spüre, meine innere Kraft. Meine eigene Ewigkeit, mein Sein. Ich spüre mein enormes Potenzial. Ich bin ein souveränes Wesen, selbstbestimmt. Ich halte meinen inneren Raum. Und nehme wahr, wie sich meine innere Kraft ansammelt. Mehr und mehr. Ich verbinde mich mit der höchsten Kraftquelle, um die reinste und schönste Energie zu empfangen, die es gibt. Ich lasse sie tief in mein Herz. Im Zentrum meines Seins wirken. Eine wunderschöne, transformative Kraft. Je mehr ich diese Energie, dieses Licht in mir bewahre, in mir halte, prägt sie mein Sein
meine Wahrnehmung. Mein Wirken. Ich stelle mir vor, dass diese Art des Seins zu einer globalen Kultur wird. Wie sie das Miteinander von uns Menschen prägt. Jeder ist in sich selbst verankert, gestärkt. Ein Souverän. Und bleibt frei. Braucht nichts. Selbst dann, wenn wir einander begegnen, einander verstehen, miteinander mitfühlen. Ich bin verbunden mit dem größeren Ganzen. Und die Art und Weise, wie ich lebe und bin, ist kulturprägend. Om Shanti. Vielen Dank, Caroline, dass du uns erklärt hast, was du unter transformativer Kultur verstehst und für deine einfühlsame Meditation. Wir kommen jetzt zu einem Teil, wo Fragen und Antworten aufgerufen werden können. Also einmal hast du ja von der Transformation, die jetzt dringend gebraucht wird, gesprochen, also speziell die Umwelt. Und dass die Transformation nur oberflächlich bisher so bedacht wird. Oberflächlich, da ist mir gleich eingefallen, so ein altes Haus, wo versucht wird, ein besseres Klima drin zu schaffen. Da reicht es halt nicht, wenn man nur die Tapeten ablöst und neue drauf klebt, sondern da muss irgendwie mehr Licht rein und der alte Mief, der muss da raus, also muss der Putz abgeschlagen werden. Also irgendwie braucht das mehr so eine Generalrenovierung und nicht nur Tapetenwechsel. Ja, das ich habe aber jetzt ein bisschen Skepsis. Ihr habt ja in Glasgow habt ihr ja diesen Space da gehabt, wo ihr mit, ich weiß nicht, was es genau für Menschen waren, waren es vielleicht auch Unterhändler dabei, und denen wolltet ihr sozusagen erklären, wie ein anderer Umgang möglich ist und was das für positive Auswirkungen hat. Aber ich stelle mir vor, so jemand müsste doch unglaublich unter Druck stehen, wenn er für sein Land sozusagen das Maximale aushandeln soll, dann kann er eigentlich gar nicht so völlig losgelöst von äußeren Einflüssen sein. Hältst du das für möglich, dass das doch irgendwie in Einklang zu bringen ist? Also ein gutes Ergebnis aushandeln und trotzdem den Druck, den es dabei für jeden Einzelnen gibt, einfach auszublenden? Erstens mal haben wir nicht versucht, den Leuten etwas von einer anderen Kultur zu erklären, sondern wir haben uns bemüht, einen Raum zu schaffen, in dem eine andere Kultur gelebt wird und erfahren werden kann. Und natürlich hat das nicht direkt auf
die ganz konkrete Arbeit vielleicht eingewirkt, in dem Sinne, dass jemand vielleicht gesagt hat, oh, ich muss jetzt den und den Agendapunkt anders verhandeln, sondern genau das, was ich versucht habe, heute rüberzubringen, auf einer viel tieferen Ebene angesetzt, nämlich an sich allein schon, dass Länder für ihr Land verhandeln, wenn es um Klimawandel geht, ist eigentlich absurd, weil die Klimakrise betrifft jeden, betrifft unseren Planeten an allen Ecken der Welt. Und es ist völlig absurd, nur für sein Land zu denken. Das geht gar nicht. Das ist schon ja, per se, zeigt es irgendwie, dass da irgendwas nicht richtig stimmt aus meiner Sicht. Sondern wir müssen, und das finde ich, ich will das jetzt nicht überbewerten hier mit der Regierungsbildung in Deutschland, aber sag mal, der Ansatz und der Kulturwandel, der Politikwandel, der da ausgedrückt wird, nämlich, dass es nicht darum geht, für meine Partei, für mein Land das Bestmögliche rauszuholen, sondern dass wir all unsere, sag ich mal, Expertisen in die Mitte schmeißen und zu schauen, hey, wir haben hier ein gemeinsames Problem und wie können wir zusammen die beste Lösung für unser Land beziehungsweise für unsere Welt finden. Und das steht noch absolut aus auf der Klimakonferenz. Da an diesem Punkt ist noch niemand angekommen, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Sind alle noch verhaftet in einem nationalen Bewusstsein oder in einem Interessenskonflikt in anderer Ebene. Von daher haben wir versucht, eben da dran zu rütteln und das aufzubrechen. Und es ist auch in weiten Teilen gelungen, in dem Sinne, dass ich sogar sagen würde, also wir haben sehr viel positives Feedback bekommen. Wir haben gehört so genau, also dass immer mehr Menschen mitbekommen, dass es um einen ganz viel grundlegenderen, um eine ganz viel grundlegende Veränderung geht. Und dass das eben auch was mit unserem Wertesystem, mit unserer Weltanschauung zu tun hat. Nächste Frage. Mit allen umgehen zu können, braucht es Wissen und Kraft, hast du gesagt. Was für ein Wissen meinst du damit? Also, ja, erklär das bitte mal. Was für ein Wissen meinst du damit? Das Bigger Picture, was ich erwähnt habe, das größeres Bewusstsein oder ein ganzheitlicheres Verstehen, hat natürlich mit der Raja-Yoga-Philosophie oder mit spirituellen Konzepten zu tun. Wir sehen in der Welt eine Menge was schiefläuft, aber wir sehen auch viele gute neue Ansätze. Und es ist so leicht, sich eben gefangen zu nehmen in dem, was schiefläuft oder was uns verängstigt oder uns nicht gefällt. Und da braucht es eben oder kann eben so ein spirituelles Wissen sehr hilfreich sein, nämlich zum Beispiel verstehe, dass bestimmte Systeme sich selbst auch, ich sag mal, zerstören müssen. Ja, ich bin mir nicht mal sicher, ob so eine riesen Institution wie die Vereinten Nationen, die sich auch in ihrer ganzen Struktur so verkompliziert haben und verrannt haben, würde ich sagen, kaum mehr irgendwie beweglich sind, ob man die eigentlich noch transformieren oder retten kann oder ob sie sich eigentlich selbst auflöst irgendwann und man besser die ganze Energie und Zeit und so weiter in etwas Neues, etwas Einfacheres, etwas Beweglicheres steckt. Das ist vielleicht mal ein einfaches Beispiel. Also Schritt zurückzutreten, zu schauen, okay, wo lohnt es sich jetzt wirklich Energie reinzugeben? Und wo gilt es vielleicht, was Neues aufzubauen? Und das ist, man kann da meiner Meinung nach keine allgemeine oder allgemeingültige Antwort drauf geben. Wir hatten das in einem ganz anderen Zusammenhang mal letztes Jahr in einem Retreat für Führungskräfte, wo einige der Führungskräfte wirklich in einer Institution wie der UN zum Beispiel arbeiten oder anderen großen Institutionen und sich immer wieder begrenzt fühlen von der Kultur, die dort herrscht und andere wiederum ihr eigenes Business aufgemacht haben und ihre eigene Institution gegründet haben und dann diese leiten. Und was ist sozusagen besser?
Und es ist nicht das eine oder andere. Manchmal ist es gut, eben in so einer Institution zu bleiben und zu wirken und zu transformieren, weil da sind natürlich auch eine Menge wirklich toller Menschen drin, die wirklich was verändern wollen. Und da gibt es sicher auch in der Institution eine Chance für Veränderung. Und manchmal, das hat auch was sicher mit einem selber zu tun, ein Stück weit, inwiefern man die Kraft hat, auch eine Menge Herausforderungen auszuhalten oder vielleicht besondere Fähigkeiten hat und Expertise, selber was zu gründen. Das hängt von so vielen Umständen und Faktoren ab. Aber einfach nur mal so zwei Sichtweisen dazu. Genau, du hast ja noch erzählt, dass du, als du in London warst, in so einem Club warst und ihr habt eine andere Energie da hineingebracht. Ja, wie habt ihr das genau gemacht? Also mit Sprechen ist ja in so einem lauten Musikraum nicht so einfach. Also durch innere Haltung oder durch, ja, wie macht man das in dem, also in einem so laute, in einer so lauten Umgebung? Wie kann man da eine andere Energie reinbringen? Ja, doch, es war schon möglich zu sprechen. Man musste halt sehr laut sprechen. Und wir waren in so einem, also da waren so verschiedene Bereiche in dieser Halle. Wir waren nicht genau dort, wo jetzt getanzt wurde, aber es war auch nicht sehr weit weg. Ja, also wir saßen dann immer so gegenüber und haben mit denen dieses Spiel oder diese Karten gemacht und konnten dann eben auch mit denen reden. Und allein die Art und Weise, wie wir miteinander in Beziehung treten, ja, wie wir jemanden sehen, wie wir jemanden ansprechen, dass wir selber natürlich sind oder, wie soll ich sagen, ja, nichts wollen, das ist schon eine ganz andere Energie als das, was sonst so vorherrscht. Ja, wo jeder versucht, irgendwie gesehen zu werden und sich alles Mögliche anstellt, um das zu bewirken. Ja, um die äußere Fassade möglichst glanzvoll darzustellen. Ach so, das hat sozusagen die Leute dann von sich aus angezogen und die haben euch dann, es war leicht, mit denen in Kontakt zu treten, sagtest du ja, und die waren ganz dankbar dafür. Sehr leicht, ja. Also die Menschen suchen ja auch, egal wo man hingeht, also jeder merkt, es ist was im Gange und es steht Veränderung an, aber die Orientierung im Außen ist fast nicht da und das war witzigerweise, ob das jetzt das zwei sehr unterschiedliche Plattformen, ja, die UN-Klimakonferenz und ein Nachtclub, aber letztendlich beides waren recht ähnliche Erfahrungen. Die Menschen sind auf der Suche und sie suchen nach irgendetwas, was ihnen Sinn, Hoffnung, Orientierung gibt. Und das kann man mit Worten vermitteln, diese Orientierung? Ich denke schon, aber vor allen Dingen auch, ich glaube, ja, mit der Art und Weise, wie wir eben sind, wie wir miteinander, ja, man merkt ja, ob jemand jetzt einem irgendwas erzählt oder von einem irgendwas will oder so, oder ob wir auch, ne, von unserer eigenen Erfahrung sprechen können. Und wir haben selber schon vieles durchgemacht und erlebt und transformiert und sind auch weiterhin auf dem Weg und Bemühende in der Verwandlung. Und ich denke schon, dass, also meine Erfahrung ist, dass Leute das schon sehr, sehr schnell mitkriegen, weil es eben nicht so viele davon gibt, zumindest in diesen Plattformen, wo wir hingegangen sind. Es gibt jetzt noch die Abschlussmeditation von Caroline, hoffe ich, glaube ich, denke ich. Und du hast da ungefähr noch so 6-7 Minuten für Zeit. Also da lasse ich mich doch gerne mal abholen und davon treiben. Ja, okay, dann lass uns noch ein bisschen die Energie verbreiten, die wir hier erschaffen. Das Schöne ist auch, dass wir eben wissen, dass wir nicht alleine sind, sondern dass schon viele auf dem Weg sind, sich selbst zu verwandeln, miteinander zu transformieren. Und ich finde, das macht unheimlich viel Hoffnung und, ja, Freude.
Ja, wir gehen wieder nach innen. Atmen tief ein und aus. Und vielleicht könnt ihr schon hinspüren zu dem, was sozusagen vor uns liegt. Eine Kultur der Transformation. Das ist eine sehr innerlich aktive Kultur. Da gibt es keine Langeweile. Gibt es ständig was Neues zu entdecken. Und es ist vor allen Dingen ganz und gar in meiner eigenen Hand, wie viel ich entdecke, wie viel ich beitrage zur Transformation, wie viel ich anstecke, positiv anstecke mit dieser Welle der Veränderung. Und es ist auch ein ganz schöner Gedanke, finde ich, dass wir hier auf niemanden warten brauchen. Keine Autorität, die uns sagt, dieses oder jenes zu tun, sondern dass der eigene Wunsch, die eigene Entschlossenheit, Teil der Transformation zu sein. Ich betrachte mich selbst in meiner Kapazität, in meiner Kraft, meine eigenen Gedanken zu transformieren, meine eigene Einstellung immer wieder zu verändern. Und ich spüre diese Kraft in mir. In jedem Moment habe ich die Möglichkeit, Angst in Vertrauen, Mangel in Reichtum, in Fülle, Unklarheit in Klarheit zu verwandeln, Zerstreuung in Ausrichtung. Sinnlosigkeit in Bedeutung. Traurigkeit in Freude. Langeweile. In die Bewusstwerdung dessen, was ich alles beitragen kann. In jedem Moment sich erschaffen kann. Einsamkeit in Verbundenheit. In jedem Moment kann ich die Gesellschaft des wunderschönsten Wesens in mein Leben holen. Die sanfte Energie, die erhebende Energie spüren. Die höchste Seele mir gibt. Ich
Ich kann spüren, dass ich gebraucht werde für diese bedeutungsvolle Aufgabe. Ich bin wichtiger, als ich mir das vielleicht bewusst mache. Ich transformiere die Sicht auf mich selbst. Ich sehe mich unbegrenzter. Und speziell in meiner Partnerschaft zu Gott, zur höchsten Seele, ist wirklich alles möglich. Je mehr Aufmerksamkeit ich auf meine innere Haltung, mein Sein, mir selbst und anderen gegenüber richte, desto stärker verändere ich die Kultur, die ich lebe. Es steht ein energetischer Shift, ein energetischer Wechsel bevor. Und je mehr ich loslasse, je weniger ich mir von dem Begrenzten nehme, desto stärker werde ich. Ich gebe meine Kraft nicht mehr in Systeme rein, die mich und andere aussaugen. Sondern ich versorge mich selbst. Ich versorge mich mit der göttlichen Kraft der höchsten Seele. Die ich dann mit allen teilen kann. Die letzten Minuten können wir in Stille verbringen und diese Energie ganz bewusst weit in die Atmosphäre aussenden.